Emmerenz Meyer, Geld. Ich wünsche denen, die ich liebe, Geld. Vor allen anderen Gütern dieser Welt. Denn wer keins hat, dem bleiben auch die anderen stets fern und mager sich zu Tode wandern. Es hält dir Freunde und Geliebte treu und macht dich schaffensfroh und wahr und frei. Der Schlüssel ist's, ins Leben einzudringen, das Seil, sich dran emporzuschwingen. Die Armut ist ein bodenloser Sumpf. Wer drein versenkt, ermüht sich, bis er stumpf ein Wurm nur mehr kriecht seinen schmalen Steg und kaum ein Schaf springt über ihn hinweg, das ihm nicht blökend zu verspüren gäbe, welch eine Kraft in seinen Beinen lebe. Da sagen sie mit Tugend, spitzem Mund, der Reichtum mache niemand glücklich. Und was Gold ist, wird den Weg zur Münze finden. Sie mögen doch erst selbst als Wurm sich winden und unter Dritten um Erlösung beten, bis man, wie mich, sie vollends totgetreten. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich präsentiere euch heute das Gedicht Geld von Emmerenz Meyer. Dieses Gedicht hebt sich von vielen, vielen anderen Gedichten zum Thema Wohlstand und Reichtum ab. Denn normalerweise ist so die Quintessenz, ja, wirklich reich ist doch jemand, der etwas einsetzen, Freunde hat, eine Heimat hat, einen Geliebten hat, irgendwas. Also da geht es dann meistens um den inneren Reichtum und äußerer Reichtum ist gar nicht wichtig. Äußerer Reichtum belastet nur und Geld verdirbt den Charakter und überhaupt. So, und jetzt kommt diese Emmerenz Meyer und schreibt, ich wünsche denen, die ich liebe, Geld. Nicht Gesundheit, das ist ja auch immer so, wirklich reich ist, wer gesund ist. Also nicht Gesundheit wünsche ich denen, nicht Glück, nicht Freude, nicht Liebe, nicht Geld. Und man denkt sich zunächst, was? Ist das irgendwie ironisch und man wartet, dass dann irgendwann kommt, nein, kleiner Scherz, ich meinte gar nicht Geld. Aber es stellt sich raus, doch, sie meint Geld, sie meint Reichtum. Denn wer keins hat, dem bleiben auch die anderen stets fern, also alle anderen Güter. Und da sagt sie etwas wirklich, wirklich Bitteres. Sie sagt, Glück, Gesundheit, Schönheit, Freunde, Liebe, das alles kann man kaufen. Gegen Geld. Also, Geld ist die Grundlage von allem. Und das ist eine Erfahrung, die hat Emmerenz Meyer selbst gemacht. Als Immigrantin in die USA hat sie sehr schnell gemerkt, ohne Geld kommt man nicht weiter. Und ohne Geld kommt man auch nicht zu Geld. Also du brauchst Geld, um zu Geld zu kommen. Das ist übrigens eine sehr interessante Beobachtung, denn wir sehen auch heute Menschen, die Millionäre, Milliardäre werden, die starten meistens schon als Erben und bekommen schon ziemlich viel mit. Und dann von dort aus ist dann die Stufe gar nicht so groß. Aber wenn man sich von ganz unten raufarbeiten will, dieser American Way, dieser American Dream, vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist doch eher schwierig zu bewerkstelligen. Also, das Geld macht dich schaffensfroh und wahr und frei. Freiheit liegt im Geld. Wenn ich reich bin, dann bin ich frei. Wenn ich arm bin, bin ich unfrei, denn ich muss mich beugen, ich muss untertänig sein, ich muss alles annehmen, jede Arbeit, ich muss mich behandeln lassen wie den letzten Dreck, denn ich muss ja dankbar sein, dass ich überhaupt arbeiten darf und so weiter. Alles das hat diese Autorin erlebt und das merkt man, denn die zweite Strophe, die anfängt mit den Worten, die Armut ist ein bodenloser Sumpf. Die könnte nicht weiter weg sein von all diesen Gedichten, die Armut verklären. Und die gibt's. All diese Gedichte, die sagen, ja, du bist arm, aber schau mal, du hast eine Familie, die dich liebt. Und schau mal, du bist doch gesund. Du hast doch zwei starke Hände. Das ist kein Trost. Arm sein ist ein bodenloser Sumpf. Wer drein versenkt, der kann arbeiten,
bis er nur noch ein Wurm ist. Und sie hat das Gefühl, das ist natürlich hier auch autobiografisch, sie hat das Gefühl, ein Wurm zu sein und totgetreten zu werden unter dem Stiefel der Reichen. Das sagt sie ganz zum Schluss, bis man wie mich sie vollends totgetreten. Also, Armut entmenschlicht. Und in der letzten Strophe rechnet sie dann mit allen ab, die diese salbungsvollen Phrasen dreschen, die ich gerade erwähnt habe. Da sagen sie mit Tugendspitzen Mund, der Reichtum mache niemand glücklich. Der Tugendspitze im Mund, das kann man sich so richtig vorstellen. Das macht einen richtig wütend, diese Leute, die selbst vielleicht keine ökonomischen Probleme haben und sagen, ach ja, aber weißt du, reich sein ist auch nicht alles. Ja, natürlich nicht, aber es ist schon mal eine gute Basis. Was Gold ist, wird den Weg zur Münze finden. Was bedeutet dieser Spruch? Was Gold ist, wird den Weg zur Münze finden. Wenn du gut bist, wenn du etwas Wertvolles zu bieten hast, dann wirst du auch den Weg zur Münze finden. Das ist so eine Idealvorstellung, die wir haben. Diese Vorstellung, das Gute setzt sich durch. Das Gute wird am Ende immer siegen. Gute Autorinnen und Autoren werden auch irgendwann berühmt und reich. Und das stimmt nicht. Und es ist unglaublich frustrierend, weil ganz viele Leute das auch denken. Die sagen, wenn du wirklich ein guter Künstler bist, dann kannst du von deiner Kunst auch leben, weil das verkauft sich. Was Gold ist, wird den Weg zur Münze finden. Und wenn du den Weg zur Münze nicht findest, dann ist das ja nur der Beweis, dass du nicht gut bist. Mehr sage ich dazu nicht. Und hier sehr frustriert, sehr bitter, sehr sauer, dieser Schluss, diese Tugendbolde, die da so mit diesem spitzen Mund sprechen, sie mögen doch erst selbst als Wurm sich winden und unter Dritten um Erlösung beten. Die sollen mal in die Situation kommen und dann reden wir weiter, ob Geld nicht glücklich macht und ob andere Dinge viel wichtiger sind. Und ihr habt es gemerkt, das ist ein Gedicht, das auch mich emotional macht. Denn mit so klugen Vertröstungen, mit so pseudophilosophischen Sprüchlein wird man ja so gerne abgespeist. Und ich habe von diesen Sprüchlein auch so einige gehört in meinem Leben. Und irgendwann will man nicht mehr. Und als ich dieses Gedicht von Emma Renz-Meyer gelesen habe, da habe ich gedacht, ja, ja, ja. Und natürlich ist es nur die halbe Wahrheit. Natürlich ist es auch wichtig, Freunde zu haben. Natürlich ist es auch wichtig, gesund zu sein. Natürlich ist es auch wichtig, eine andere Quelle der Kraft zu haben als die ökonomische Sicherheit. Aber die ökonomische Sicherheit ist eben nicht so banal und so unwichtig, wie wir das gerne tun. Und wir, und jetzt sage ich mal kollektiv wir tun das auch gerne aus unserer privilegierten Situation heraus. Denn natürlich gibt es auch bei uns Ungleichheit und Armut. Und da ist nichts zu beschönigen. Und ich bin wirklich auch der Meinung, dass wir gesellschaftlich mehr unternehmen müssten, um diese Ungleichheit zu überwinden. Aber zugleich haben wir wenigstens ein einigermaßen funktionierendes Sozialsystem. Und das gab es in der Zeit bei Emma Renz-Meyer nicht. Und das gibt es in ganz vielen Ländern der Erde nicht. Und das darf man eben auch nicht verkennen. Wenn wir Armut irgendwie verklären und sagen, die zufriedensten Menschen, die glücklichsten Menschen sind die, die nichts haben, die großzügigsten Menschen sind die, die nichts haben, da verklären wir etwas. Und das ist gefährlich. Also Armut aus der Ferne zu verklären, wenn man sie selbst nicht erlebt, das ist nicht sehr ratsam. Das ist auch hier die Quintessenz bei Emma Renz-Meyer. Die soll mal selber im Dreck wie ein Wurm sich winden und wissen, wie sich das anfühlt. Entmenschlich zu sein in der ökonomischen Not. Das nimmt dir so viel weg. Und es gibt sehr viele Autorinnen und Autoren, die das erlebt haben, die auch darüber geschrieben haben. Aber, und das ist jetzt auch ein Problem, ich finde, das ist auch ein Problem bei Emma Renz-Meyer, das sind natürlich nicht die Verse, die eine gebildete,
Leserschaft lesen will. Eine gebildete Leserschaft, die liest lieber bei Rilke, wie schön es ist, arm zu sein. Im Stundenbuch, Buch von der Armut und vom Tode, da klingt das anders. Da ist Armsein etwas Überhöhtes, etwas Mystisches. Wie gesagt, kenne dein Publikum. Wer sind die Leute, die das lesen? Das sind Leute, die sich dann hineinprojizieren. Ich habe das immer schon ein bisschen seltsam gefunden, dass zum Beispiel auch im Barock gelehrte Leserinnen, das waren ja sehr häufig so adelige oder bürgerliche Damen, die viel Freizeit hatten, die auch recht gebildet waren. Und die haben sich dann hineinfantasiert in irgendwelche Schäferidyllen und sich dann vorgestellt, auf dem Lande, unter einem Bäumchen, dann mit dem Schäfer und dem hohen Gras und wie schön. Und diese Idyllen, die nicht weiter von der bitteren Realität des Landlebens hätten entfernt sein können. Also das ist so ganz typisch, diese Projektion einer gehobenen Klasse, die sich mal als Schäfer verkleidet und dann machen sie einen schönen Ausflug bei bestem Wetter und sagen, ach, ist das Landleben nicht wunderbar? Und dann gehen sie wieder nach Hause in ihre schönen Paläste, wo sie bedient werden. Das ist nicht Erfahrung von wahrem Landleben. Das ist auch nicht die Erfahrung des wahren, einfachen Lebens. Und das ist auch der Grund, warum solche Verse hier, die sehr viel wahrer, sehr viel klarer, sehr viel bitterer und schärfer sind, warum die ja, nicht in diese Kreise vordringen. Denn das will man ja nicht hören. Und das ist natürlich auch der Grund, warum dann solche Dichterinnen wie Emma Renz-Meyer, die mit solch einer Schärfe vorgehen, dass die dann nicht weiter gefördert werden. Dass andere, die andere Verse schmieden, dass die dann vorgezogen werden. Also das spielt hier auch noch hinein. Ja, das war meine Besprechung dieses Gedichts Geld von Emma Renz-Meyer. Wie seht ihr das? Kennt ihr diese Situation, diese Wut auf diese schönen Sprüche? Ja, ist ja nicht so wichtig, Geld ist nicht so wichtig, andere Dinge sind wichtig, aber Geld ist eben schon auch wichtig. Oder sagt ihr ganz im Gegenteil, ja, Geld ist nicht nichts, aber Geld ist nicht alles. Ich selbst bin lieber ein bisschen ärmer, aber dafür, ja, lasst mich doch wissen, schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ansonsten danke ich fürs Zusehen, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video.